Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, aktuell wahrscheinlich erstmal angespielt, aber später auf jeden Fall als Let's Play geplant, und zwar das Spiel Potion Pause. Ganz kurz vorneweg gesagt, deswegen jetzt aktuell nur ein angespielt, weil ich mir vorgenommen habe, so ja rum 3 Folgen oder so vielleicht zu machen, damit ihr auf jeden Fall mal sehen könnt, wie dieses Spiel ist, ob das vielleicht auch was für euch ist, damit ihr schauen könnt, ob ihr euch das holen möchtet. Und ich würde schon gerne ein Let's Play definitiv davon machen, aber im Moment ist es halt ein bisschen hektisch, weil in ein paar Tagen kommt auch noch Assassin's Creed raus. Da muss ich noch Little Hope zu Ende aufnehmen, am besten bevor das rauskommt. Und hab den Rest soweit eigentlich aufgenommen bis zum Ende, aber möchte mir dann jetzt nicht noch zusätzlich noch was aufbürden. Deswegen, sobald ich aber Zeit habe, denke ich, dass ich das dann hier auch als Let's Play immer mal wieder weitermache, weil der erste Teil war schon so grandios und ich hoffe, der zweite wird es definitiv auch. So, ich werde erstmal offline spielen. Hallo, kleine schwarze Katze. Ach so, ich kann mich schon bewegen. Da hinten ist was zum Lesen. Wir schauen aber jetzt erstmal hier rum. Carrie, das kann ich wohl alles mitnehmen? Ach, die... Nee, ich kann es tragen. Okay, ich kann es wegwerfen und kaputt machen. Okay, hier hinten ist auch noch ein Buch, was man anscheinend lesen kann. Open Potion Book. Okay, was sehr, sehr schade ist, dass man wieder die Musik nicht ausschalten kann. Ich schaue noch mal kurz hier intern im Menü und schalte euch gleich wieder hinzu. So, ich habe dann doch noch eine Möglichkeit gefunden. Das konnte man leider im Vorfeld nicht einstellen. Also erstmal, wie gewohnt, immer die Umgebung wieder sehr süß gemacht. Ich muss leider aus lizenzrechtlichen Gründen immer die Musik ausschalten. Ihr könnt es natürlich, wenn ihr das Spiel selber kaufen möchtet, könnt ihr natürlich die Musik anbehalten, wie ihr wollt. Allerdings sehr negativ, was mir immer wieder auffällt, ist, die Musik wahnsinnig laut bei jedem Spiel eingestellt ist. Ich weiß nicht, warum. Gut, dann haben wir hier verschiedene Sachen, wo wir draufklicken können. Ein Potion Bottle. Okay, da brauchen dann verschiedene Zutaten, für die wir anscheinend größtenteils noch gar nicht kennen. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Gut, also da haben wir jetzt keine Ahnung von. Ich würde sagen, wir lesen uns erstmal Read Note. Genau, wir lesen uns erstmal das Ganze durch. Sehr, sehr schade ist auch, dass die Macher es wieder nicht hingekriegt haben, das Ganze auf Deutsch zu machen, obwohl ich mehr Deutsche kenne, also deutschsprachige Fans kenne als englischsprachige. Ja gut, wer sich nicht um die Fans kümmert, entweder beißt man dann in den sauren Apfel, wie ich jetzt gerade, muss es halt auf Englisch spielen, oder man lässt es eben bleiben. Die deutsche Entwicklung, die deutsche Übersetzung vom ersten Teil wurde ja mehrfach angekündigt, ist leider immer noch nicht da, also gehe ich mal davon aus, dass die dann doch nicht mehr kommen wird. Und deswegen gehe ich davon aus, dass dieses Spiel auch auf Englisch bleiben wird, dass da auch nie irgendwas geändert wird. Das so als Info für euch, wenn ihr keine Lust habt, englische Spiele zu spielen, dann ja, könnt ihr es quasi schon abhaken. So, my memory isn't what it was. Also meine Erinnerung ist nicht mehr das, was sie eigentlich sein sollte. Remember, I've left notes around my house. In Chase, I forgot anything, okay? Also, ich soll mich daran erinnern, dass ich überall in meinem Haus Hinweise, sag ich mal, versteckt habe, also so Notizen versteckt habe, damit ich mich an alles erinnern kann. Unterschrieben mit meinem Namen. Okay. Jetzt sehen wir die auch. Ah, sehr schön, okay. Read Note mit F. This is a fine place to sleep. Safe and start with a fresh look or things. Ja gut, das kennen wir ja schon. Mit dem Bett beenden wir wahrscheinlich dann wieder den Tag, so wie es aussieht. Da speichern wir dann entsprechend auch. Und resetten quasi unsere, ja, unsere Ressourcen, sage ich mal. Also unsere Ausdauer und so weiter. If you only I had some better pillows. Okay. Wie gesagt, ich kann nicht alles von Englisch, deswegen ist es natürlich doppelt doof, wenn ein Spiel immer nur auf Englisch ist. Hallo? Okay, gucke ich halt die Wand an. Auch nicht schlecht. I can seem to keep track on the potion bottles. Remember to install a potion bottle shelf.
Okay, wie soll ich die denn installieren? Also herstellen quasi oder hier reinstellen? The box of potion bottle should be somewhere. Okay, also irgendwo soll ich eine Potion Bottle, wie auch immer, finden. Okay, ich wollte eigentlich. Ach, jetzt kann ich lesen. My trustly. Jetzt kann ich mich schon wieder nicht sehen. Das ist doch doof. Nein, nein! Danke, dass ich das jetzt lesen durfte. Okay, dann halt nicht. My trustly potion bug. Book. There's nothing more magical than selecting the potion. I'd like to craft and have my cauldron ready for the ingredients. Ach so, Magikchen, das ist unser Name. Ah, jetzt. Ich war ja die ganze Zeit überlegen, was das für ein Wort sein soll. Okay, ich merke schon, es ist spät am Abend. Remember to clean up these boxes before I leave this house for good. Okay. Ich soll die Boxen säubern. Ja, das heißt, ich soll die wegwerfen wahrscheinlich, ne? Damit ich das Holz davon kriege, denke ich mal. I can carry things by interacting with them when I have my poor hotbar selected magicken. Okay. Ja, das ist ja toll. Schmeiß es. Ja, gut, ich schmeiß es mal weg, aber ich habe keinen Platz, um es wegzuschmeißen. Zack. Oh, okay. Die kann ich anscheinend nicht wegwerfen. Das kann ich nicht sehen, aber zack, das schmeißen wir weg. Das können wir holen. So, was ist mit denen hier? Können wir die weg. Ach nee, das sind jetzt die Holzdinger. Okay, die werfen wir natürlich auch weg. Zack. Können wir die auch kaputt machen? Zack. Ah, perfekt. Also ob das so perfekt ist, weiß ich nicht. Wir machen ja gerade hier alles irgendwie kaputt. Aber zumindest haben wir so mal ein bisschen Platz. Oh. Ah, jetzt geht doch die große kaputt, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt gewollt ist, keine Ahnung. Aber das Spiel schreibt ja jetzt nicht vor, was man da genau mitmachen soll. Deswegen denke ich mal, ist das okay. Weil so haben wir natürlich dann später auch Platz, um da irgendwelche Möbel, die wir vielleicht craften können oder die wir hoffentlich craften können. Okay, also mit den Spinnweben können wir anscheinend nichts machen. Das ist ein bisschen komisch. Okay. Um dann Möbel hinzustellen, das wollte ich eigentlich sagen, die wir selber gecraftet haben. Wobei ich natürlich nur mutmaße, dass wir das auch in diesem Spiel wieder machen können. Ja, ist ein bisschen langweilig jetzt so das ganze Haus hier so abzureißen und kaputt zu machen, aber okay. Hauptsache, wir haben dann den Platz. Ich melde mich dann in 2 Stunden nochmal, wenn die Folge beendet wird. Eieieiei. Okay. Ich bin auch wirklich mal gespannt. Also, kann man das. Doch, das konnte ich doch eben auch. Nee, das konnte ich nicht kaputt machen. Das ist jetzt komisch. Also, die Fässer kann man anscheinend nicht. Kriege ich nicht hin, kaputt zu machen. So, das war anscheinend nicht weit genug weg. Ich weiß es nicht. Zack. Okay. So. Das noch. Ein paar haben wir noch hier rumfliegen. Hallo? Nimmst du das auch? Was komisch ist, sind diese komischen Flecken hier auf dem Boden. Sieht eigentlich aus wie Erde oder so, aber kann man auch nichts machen, deswegen habe ich keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht soll das bedeuten, dass hier irgendwas kaputt ist oder so. Also wie sozusagen irgendwelche Flicken vom Holz oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Was auch seltsam ist, dass man hier diese holzigen Sachen, also bis auf die Fässer halt alle aufheben kann, so diese Kisten. Und dass man die Spinnenweben nicht wegmachen kann. Das wundert mich ein bisschen. Vielleicht kriegen wir aber auch noch einen Besen oder so, womit wir die wegmachen können. Später, das weiß ich natürlich nicht. Weil ich kenne nur so ein bisschen halt die Spielart vom ersten Teil. Da habe ich ja auch einige Folgen schon von hochgeladen. Da werden auch definitiv noch weitere Folgen folgen. Aber ja, im Moment ist es wirklich, ich habe so viele Projekte und alle wollte ich euch mal vorstellen, damit ihr zumindest ein bisschen was davon habt, dass ihr euch das mal ansehen könnt. Und falls ihr dann das Spiel vielleicht selber kaufen möchtet, dass ihr dann so ein bisschen, ja, eine Entscheidung treffen könnt. Ist das was für euch oder ist es nichts? Was war denn das gerade hier für ein Bug? Hallo? Okay. Ich muss es nicht mal wegwerfen, auch nicht schlecht.
Und ja, Squadrons von Star Wars wird auch noch kommen, aber da warte ich immer noch auf den Flystick im Moment. Und ja, ist alles so ein bisschen chaotisch. Bevor ich jetzt mit dir spreche, würde ich aber gerne mal kurz die Felder hier angucken. Das sieht nämlich gar nicht gesund aus. Das ist wahrscheinlich so eine Art Werkstatt von mir. Oh, ich habe ein schickes Häuschen hier. Kann man auch außen noch rausgehen? Was haben wir denn hier? Poison Bottle. Zack. Ach, die können wir mitnehmen. Okay. Dumm, da dumm. Und tschüss. Oder auch nicht. Moment. Hä? Kam da jetzt noch was raus? Poison Bottle. Okay. Ich würde sagen, die nehmen wir mal einfach mit rein und stellen die nach drinnen. Da kommt anscheinend immer wieder unendlich eine raus. Okay, stellen wir die einfach mal hier so rein. Dann wissen wir auch, wo die ist. So, und dann lesen wir mal kurz, was das. Na komm schon. The wilds in the best place to gather herbs since the Adventurers Guild has moved in. They've made it harder to gather the materials I need. Okay, also es hört sich immer schlecht an. Es ist nämlich hart, die Materialien zu kriegen. Note to self. Das heißt eigentlich to myself, aber okay. Find out who in charge and have a chat with them. Okay. Welcome. I hope you had enough time to get settled. If you didn't want. Worry, you will have plenty of time for that later. Ja, so im Prinzip sagt er nur willkommen und dass ich später noch Zeit habe, mir alles anzugucken. I'm here to make sure that you're happy with your new home. Ja, mein neues Zuhause sind halt wenig Möbel, ne? The last owner left the place in a bit of mess. I'm sure it's nothing you couldn't tidy up. Ja, also der letzte Inhaber von diesem Ort hier, von diesen Häuschen, hat wohl ein leichtes Chaos hinterlassen und er denkt, dass mir das wohl nichts ausmacht. The best advice I can give you is to read any note. Ja, das habe ich schon. Ich habe schon alles gelesen. That you find as those were left by the previous owner. Ach so! Ich dachte, das habe ich geschrieben. When you're ready, come find the Adventurers Guild Camp just down the right way. Okay, also ein Adventurers Guild Camp müssen wir jetzt irgendwo unterhalb der Treppen finden. Anyways, I've got to run. You'll find the Adventurers Guild with a bit of exploring. Okay, also hier unten wahrscheinlich. Nehme ich mal stark an. Ah, laufen können wir auch wieder, sehr schön. Was haben wir denn hier alles? Inventory. Ach, das ist eine Lagerbox. Oder wie? Okay. Die können wir aber nicht aufheben hier, ne? Die können wir nicht aufheben. Okay. Hi. Hello there. I'm Conrad. Oh, you haven't heard of me. Nein, ich habe noch nicht von dir gehört. Oh, you must be the new owner of the spooky house in the hill. Also, ich fand das Haus jetzt nicht so gruselig gerade. That house has been abandoned for years. Also, ist schon seit Jahren, ja, wie nennt sich das? Alleingelassen, nicht verlassen. Since the Magician left in quite a rush, so I set up shop down here. Und wieso hat er dann den Shop nach hier unten gestellt? Die Logik verstehe ich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon seit Jahren wohl verlassen, seit der Magician wohl in aller Eile da rausgegangen ist. I hope that's okay. It's great for you to have me close by after all. Der ist ja nicht. Er sagt, es ist großartig für mich, dass er. Dass ich ihn direkt in der Nähe habe. I'm the one to find you ever need to sell anything. Ach so, wenn ich etwas verkaufen möchte, ach, dann kann ich es wahrscheinlich in die Truhe reintun. Well, not anything really. Okay, er kauft dann doch wohl nicht alles an. I'm more interested in purchasing your potions. Also okay, er will so Gifte und so haben. Beziehungsweise so Tränke. If you need to sell raw materials, I'll take them. At a discount, but at a discount. Ah ja. Since the corruption has crept into these parts, the Adventurers Guild only lets certain paws in and out. I ship goods. Ach so, er verkauft. In and out, okay.
If you ever had anything to sell, simply place it in my selling. Ja, er sagt es auch nochmal. Also, wenn wir irgendwas verkaufen wollen, sollen wir es da in die Verkaufarena sozusagen einfügen, also reintun. Und er wird es transferieren gegen Geld. Sehr toll geschrieben. Also, er gibt mir dann dafür Geld. Einen Moment später. Okay, das hört sich doch schon mal gut an. Wobei wir jetzt anfangs wahrscheinlich alles behalten werden, nehme ich mal an. Drop any potion. Ja, das ist klar. Das haben wir ja gerade schon von ihm gehört. Und Pflanzen und alles andere, was du in der Box findest. Drop, ja doch, drop, also reintun, ja. Also links soll ich quasi alles andere reintun. Und rechts soll ich dann die Potions hier, die Tränke und so. Ah, die kann man alles sammeln, weil da hinten habe ich auch schon welche gesehen. Soll ich dann reintun, damit die verkauft werden können? Ach, das ist Gras. Okay, lila Gras habe ich auch noch nie gesehen. Aber okay, also das sammeln wir jetzt einfach mal. Ich sehe nur gerade, ehrlich gesagt, nicht die Ausdaueranzeige, die normalerweise immer runtergegangen ist, die halt so extrem nervig war. In dem ersten Spiel. Nehme natürlich jetzt mal nicht alles mit, aber die glitzernden Sachen, die würde ich halt schon gerne mitnehmen. Weil ich davon ausgehe, die respawnen dann auch am nächsten Tag. Und wenn ich die halt am ersten Tag nicht mitgenommen habe, ist das auch ein bisschen doof. Hier kann ich wahrscheinlich wieder nichts mitmachen. Ja, kann ich, hoffe ich mal, später mit der Spitzhacke dann noch ein bisschen bearbeiten. Hier ist auch noch was Neues. Das hatten wir auch noch nicht. So, ja, und wie immer gehe ich stark davon aus, dass auch dieses Spiel wieder sozusagen davon lebt, dass man alles um sich herum sammelt. Ich meine, ihr seht schon, hier ist im Moment gerade wirklich sehr viel zu sammeln. Wir haben noch keine Ahnung. Ach, da hinten ist schon wieder die nächste Quest. Ich darf am besten, darf ich mich hier gar nicht so weit wegbewegen, weil sonst bin ich schon an der ersten Quest vorbei und dann habe ich die nächste nicht mehr. Hallo. Kann ich mit dir reden? Stand doch gerade Talk to. Wieso darf ich nicht? Hallo. Immer wenn ich E drücke, kann ich nicht mit ihm sprechen. Das ist doch doof. Okay. Also entweder ist das jetzt hier verbuggt oder ich darf es noch nicht, weil ich irgendwas Spezielles davor noch nicht gemacht habe. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, optisch muss ich ganz. Achso, nee, da war nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist es schon so, wie ich erwartet hatte. Da hinten läuft was rum. Ich hoffe, es ist nichts Böses. Es schwebt irgendwie hier rum. Also es sieht nett aus, weil es ist rosa. Aber ich weiß halt nicht. Ja, normalerweise haben wir die Gegner, glaube ich, nur in diesen Dungeons gehabt. Deswegen denke ich mal nicht, dass das jetzt irgendwas Böses ist. Wo sind die jetzt hin? Hä? Hallo? Ach, da hinten. Moment, das nehmen wir noch mit. Hi, kann ich mit dir sprechen oder so? Hi. Ich kann dich verschieben, na toll. Also sehr gesprächig ist das Ding auf jeden Fall nicht. Das sah so ein bisschen aus wie ein Schmetterling. Ist auch alles noch, also man muss dazu sagen, das ist alles noch Early Access momentan. Also wenn natürlich hier mal ein paar Fehler drin sind, irgendwas am Buggen ist oder so. Ja, so leid es mir tut, dann ist das halt aktuell wirklich noch normal. Im Moment läuft aber bis hierhin eigentlich alles recht flüssig, muss ich sagen. Was ich sehr, sehr geil finde, ist, dass ich bisher noch nicht diese lästige Ausdaueranzeige gesehen habe. Und auch noch nicht gesehen habe, dass sich irgendwas ändert. Hi! Nimm mal das Gras weg. Ich kann hier wieder nichts machen. Kann man die vielleicht später irgendwie anloggen mit Essen oder so? Das kann natürlich auch sein. Also auch wenn ich laufe, geht auch keine Ausdauer runter momentan. Das ist sehr schön. Da muss ich ganz ehrlich sagen, schon alleine deswegen macht mir gerade das zweite Spiel ein bisschen mehr Spaß als das erste. So. Who needs strange when we have potions? Okay. Don't even need an axe. Ach, wir brauchen keine Axt. With my pre-breaking potion. Okay. Gathering wood is a breeze. Ah, wir haben eine bekommen. Okay. Nee, unlocked. Unlocked, genau. Ich kann auch nicht mehr reden. Jetzt habe ich das Falsche genommen. Das heißt, ich habe es wahrscheinlich freigeschaltet, damit ich das herstellen kann, nehme ich mal an. Warte mal, mit dem habe ich jetzt gerade gesprochen.
Das heißt, eigentlich wollte ich dann mit dem rechts sprechen. Den hatte ich doch gesehen, oder? Oder war jetzt hier gar keiner? Ah, ich bin hier total verwirrt, weil ich bin ja jetzt hier alles... Ah. Ich habe ein Glühwürmchen eingefangen. Ist das cool. Das werde ich wahrscheinlich leider verarbeiten müssen. Oh, die sind jetzt schon respawned, oder wie? Das ist natürlich noch cooler. Kann man quasi den ganzen Tag... Okay, hier hinten sind sie jetzt leider nicht respawned. Obwohl, da hinten... Doch, hier ist auch schon wieder was Neues. Da weiß ich definitiv, dass ich hier auf jeden Fall ein paar Sachen eingesammelt habe. Ja, ich werde jetzt natürlich nicht die ganze Zeit hier rumlaufen, aber ich werde die Sachen noch eben einsammeln auf dem Weg zur nächsten Quest, die wir dann... Achso, hier links, die konnten wir ja nicht machen. Mit dem konnten wir ja nicht sprechen. Das ist echt klasse. Also ich hoffe, dass das bei... Oh, hier ist noch was. Ich hoffe, dass das beibehalten wird. Auch, dass es keine Ausdauer gibt und so. Das wäre natürlich mega geil. Das wäre eine Riesenverbesserung im Vergleich zum ersten Teil. Weil das ja doch etwas ist, wo sehr, sehr viele sich drüber aufgeregt haben. Da hinten war der eine, genau. So. Schauen wir mal. Hi. Ah, you must be the new set of paws to own that spooky house. Ja, ja, ich bin der Neue, der dieses sogenannte Spukhaus da, also das Geisterhaus besitzt. We granted you permission to live in that house, knowing you are skilled with creepy, creating potions. As for the wilds, we have put up fences, blocking possibilities, dangerous plants and mysterious objects. If you'd like access to more land in the wilds, we can remove the fences we've put up for a small fee. Mehr Land im, also mehr wildes Land? Verstehe ich jetzt nicht. Kann ich das kaufen oder wie? The further we go into the wilds, the more the more expensive it'll cost to remove the blocks. When you're ready to enter the wilds, you may talk to Birdie to remove the first fences. Okay. Ach so, jetzt sehe ich das erst. Er meint gar nicht die Umgebung hier alles, sondern er meint wahrscheinlich hier dieses Verschlossene. Denke ich mal. Das heißt, wir können dann hier mit jemandem sprechen, aber wir haben natürlich noch nichts zum Bezahlen. Wenn wir jetzt Geld haben, können wir, glaube ich, mit ihm sprechen. Nee, das ist Rose. Ich sollte aber nicht mit Rose reden. Oh, war hier gerade Gras? Ne, mit der kann ich auch nicht reden. Ich sollte mit irgendjemandem reden. Ich weiß es nicht. Fences oder so hat er, glaube ich, gerade gesagt. Dann denjenigen bezahlen und die machen dann immer mehr Erweiterungen hier frei. So habe ich das jetzt verstanden, was er mir jetzt hier erklärt hat. Weil jetzt auch dieses Schloss da direkt bei ihm in der Nähe war. Das ist natürlich cool. Da oben können wir jetzt wieder hoch. Ja, so richtig habe ich jetzt Talk to Birdie. Ach so, Moment. Oder ist Birdie? Moment. Ach so, ich habe doch auch eine... Nee, ich habe keine Map. Was? Ich habe keine Map. Ich habe ein Inventar. Und noch keine Map da drin anscheinend. Oh, was ist das denn? Das ist aber... Das geht ja gar nicht hier. Schon schlimm genug, dass ich keine Minimap habe, aber dass ich jetzt generell gar keine mehr habe. Jetzt gucken wir mal eben, ob das Birdie ist hier. Weil das war ja so... Ja, haha. Okay, Moment. Das nehme ich noch eben. Hi, Birdie. As you must know, this area is full of corruption that has been seeping out of the dungeons for many years. It has been getting worse and worse, so the Adventurers Guild has come in and blocked off any area that are too dangerous for the public. Ach so, ist schon abgeschlossen, okay. I can remove the first set of fences for a small fee, which you can get by selling items to Conrad. Oh, eine kleine Gebühr. Und es geht hier um 1000 Coins. Wollt ihr mich denn verarschen? Once you have 1000 Coins, come see me and your wild journey will begin. Oje, oje, okay. Wieso steht der jetzt von 2500? Hä? Er hat doch gerade von 1000 gesprochen. Wieso muss ich jetzt 2500? Das ist ein bisschen mehr, ne?
Zumal ich jetzt auch überhaupt nicht weiß, wie ich die jetzt überhaupt herstellen soll. Also das habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Das ist wahrscheinlich oben natürlich an dem Ding. Ich weiß aber nicht, was ich da alles für Zutaten brauche. Deswegen nehme ich jetzt hier auch nochmal so ein bisschen Gras mit. Das nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal mit. So, ein bisschen so beim Hochlaufen noch mitnehmen. So, dann schauen wir mal. Also. So, keine... Ach so, wir müssen dann erst herausfinden... Ah, okay. Der braucht 15 von den... Eieiei. Da braucht der 10. Da braucht er auch nochmal 10. Aber da habe ich die Blätter nicht von, wo auch immer ich die herkriege. Die Blätter. Okay, ja, dann bringt es mir sowieso nichts. Dann mache ich das einmal. Oder auch nicht, hä? Ja. Select. Oh no. Wo kann ich das jetzt... Ach, ah, okay. Dann kann ich das hier craften. Poke. Ist das jetzt der Name? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Ganz ehrlich. Ich habe es aber hergestellt. Ich kriege dafür 117. Okay. Kann ich nicht mehr machen, weil ich jetzt nicht mehr genug habe. Aber ich habe doch nur eins hergestellt. Oder habe ich jetzt doch mehr hergestellt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden, was man hier machen soll. Also da würden mir jetzt nochmal 8 von diesen lilanen fehlen. Ich nehme auch direkt hier nochmal eins mit. Potion Carry. Tja. Keine Ahnung, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Don't forget, select the potion in your hotbar, then press F for drinking the potion. E for throwing. Don't want to end up drinking an explosion. Okay, also man soll daran denken, dass man mit F was, glaube ich, trinkt. Und mit... Das sind jetzt aber nicht die... Ah, ach, das ist das Gras, dieses lilane, okay. Und mit E das Ganze wegwirft, glaube ich. Und man soll aufpassen, dass man keine explosiven Sachen trinkt. Das, ja, sollte man eigentlich von selbst verstehen. Aber da man natürlich nicht von Anfang an weiß, was was ist, könnte das vielleicht noch kompliziert werden. Und ich könnte vielleicht auch das ein oder andere Mal sterben. Ich weiß es ja nicht. So. Jetzt haben wir aber, glaube ich, eigentlich genug gesammelt, ne? Ich habe jetzt 24. Ich würde nämlich gerne mal das nächste ausprobieren, was das ist, damit wir halt bei jedem wissen, was es ist. So, Open Book. Dann selektieren wir das und craften das. Und können es theoretisch nochmal craften. Die Frage ist, ja, wir haben es aber jetzt drin. Okay, also wir wollen es natürlich jetzt nicht nochmal craften, weil wir wollen natürlich erstmal gucken, was das alles ist hier. So, da brauchen wir spezielle Sachen für, da was Spezielles, da und da. Das bringt uns 182 sogar. Wahrscheinlich wegen dem Lavendel, nehme ich mal an. So, das heißt, wir craften das nochmal. Können es jetzt, glaube ich, nicht mehr craften, weil wir zu wenig haben, ne? Wenn ich das richtig sehe. Brauchen wir 4. Okay. Ja, dann würde ich sagen, zum Abschluss von dieser Folge werden wir dann mal gucken, wie wir das Ganze nochmal eben verkaufen können. Aber dass das hier so schnell respawnt, finde ich absolut geil gemacht. Also hier möchte der die Potions drin haben, hat er gesagt. So, das und das. Ich weiß nicht, was mit Firefly ist. Wahrscheinlich brauchen wir das noch, deswegen lasse ich das mal. Ach so, einfach rausgehen und dann hat man die 481 gutgeschrieben bekommen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut für die erste Folge. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir dann hoffentlich auch ein bisschen weiterkommen. Ich werde mal schauen, dass ich offline die ersten 1000 Versuche zusammenzukriegen. Wahrscheinlich
brauchen wir aber diese 2500 Coins, so wie es aussieht, dass ich ein paar von diesen Giften hier herstelle, dass ich, ja, ich vermute mal die 2500 dann an Coins zusammenkriege und dass wir dann in der nächsten Folge mit der Quest weitermachen können, wenn wir ins nächste Gebiet gehen können. Ich vermute mal sehr stark, dass wir dann da nämlich auch die Sachen finden können, die wir nämlich jetzt, ja, hier nirgendwo finden, aber schon für die nächsten Gifte und Tränke halt eben brauchen. Ich hoffe trotzdem, dass euch das erstmal einen kleinen Einblick gewährt hat ins Spiel. Es ist alles genauso putzig bisher gemacht, wie ich es vom ersten Teil gewohnt bin. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall im Laufe der Zeit davon ein Let's Play machen. Ich werde wahrscheinlich hin und wieder mal ein paar Folgen aufnehmen. Dann vielleicht wieder ein paar Tage mal nichts hochladen können und dann doch wieder ein paar Folgen aufnehmen. Ja, ist halt leider so, weil mein Fokus liegt jetzt aktuell in ein paar Tagen definitiv auf das neue Assassin's Creed. Das hatte ich vorbestellt. Das wird definitiv auch dann direkt gespielt und hochgeladen, sobald es geht. Und Star Wars Quadrons kann ich auch leider erst spielen, wenn der Flystick da ist. Aber ja, ich bin trotzdem schon mal sehr gespannt. Da werde ich auch noch ein bisschen was aufnehmen. Und aktuell bin ich halt noch diese Woche Little Hope am Aufnehmen, dieses Gruselspiel. Der ein oder andere oder die ein oder andere von euch hat das vielleicht schon gesehen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Geht am Anfang noch ein bisschen ruhiger los. Aber von der Story her, was ich bisher erlebt habe, und ich habe ja schon ein bisschen im Voraus aufgenommen, es zieht sich zu, aber es ist sehr, sehr interessant. Ist aber FSK 18. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Ja, ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.